Also was mich natürlich absolut daran interessiert und mich fasziniert, ist, wie realitätsnah das ist. Also diese ultimative Realität und die sich auflöst, umso näher man an das Gemälde herangeht. Ja? Dass man dann erst realisiert, dass es sich tatsächlich um was Gemaltes handelt. Ich finde es einfach toll, da kommen Kindheitserinnerungen hoch. Ich selber hatte von meinem Vater ein Säckchen geschenkt bekommen, wo ganz viele von diesen wunderschönen Kugeln drin waren. Und in diesem Format kennt man die natürlich gar nicht. Nur so in ganz kleinen und verschiedenen Farben. Und da kommt eine Farbigkeit rüber, die man gar nicht so kannte. Und das ist einfach wunderschön. Kleine Bläschen sehen wir hier, wie die aufsteigenden Perlen des Sauerstoffs eines Tauchers im Wasser. Es sind Fehler im Glas, die bei der Glasproduktion entstanden sind. Eigentlich ganz banale Dinge. Und ganz banale Dinge zeigt Jörg Eifert in seiner Malerei. Der Glaspropfen oder das Oberteil dieser Karaffe ist der Solist, der Alleindarsteller auf dieser Bühne, auf diesem Rechteck, dessen Hintergrund von dunkel nach hell changiert. Und diese Banalität des Alltagsgegenstandes wird herausgehoben, indem er übermäßig vergrößert wird. Jörg Eifert zeigt in seinen Bildern diese Überzeichnung, die Heraushebung des Gegenstandes und die Vergrößerung des Gegenstandes, um dadurch auch eine dritte Wirkung, nämlich die Ästhetisierung des Alltagsgegenstandes, hervorzuheben. Und das geschieht in seinen Bildern ganz meisterhaft.